Hallo zusammen, es grüßt euch ganz herzlich, die Inge aus dem Timeout. Und wir machen heute wieder eine Stunde Rückenfit, vielmehr so circa 35 Minuten, keine volle Zeitstunde. Und dann sage ich, legen wir mal los. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir machen uns zuerst ein bisschen warm und dann gehen wir ganz moderat in den bewegten Rücken. Und jetzt sage ich mal, Firelights, go. Okay. Du stehst parallel. Zwischen deine Füße passt der dritte Fuß und du kreist mal mit den Schultern von vorne nach hinten. Schultern kreisen. Spür mal nach, komm erst mal an. Beweglichkeit, Befindlichkeit. Wie fühlt sich die Bewegung heute im Schultergürtel an? Okay. Schultern tief und dann heb und senk die Schultern mal. Ganz easy, hoch und tief. Hoch und ab. Mach das noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Und dann noch das mal rechts und links im Wechsel. Erst das Schulterkreisen. Erstmal ganz moderat. Leichtes Aufwärmen. Die letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Okay. Und dann nochmal beide Schultern. Hochziehen. Jawohl. Und kreisen. Sehr schön. Gut. Schultern tief und nochmal heben, senken. Fließend atmen, nie dabei die Luft anhalten, immer gleichmäßig weiteratmen. Die letzten vier, drei, zwei noch. Gut. Aus dem Schulterkreisen machen wir mal einen größeren Kreis. Nimm mal den Ellbogen und zieh den Ellbogen so leicht nach hinten. Deine Knie sind immer noch leicht gebeugt. Stehst parallel. Zwischen die Füße passt der dritte Fuß. Zieh den Bauchnabel leicht nach innen, heb dein Brustbein. Scheidepunkt, der höchste Punkt. Das Kinn ziehst du so ein bisschen ran zum Kehlkopf. Ein Lächeln auf den Lippen. Okay. Die letzten vier. Drei, zwei, dann nochmal einen großen Kreis, wenn du kannst. Wenn das nicht geht, aus irgendeinem Grund, dann bleib in der vorherigen Bewegung. Gut, die letzten vier. Atmen, drei, zwei noch. Werd wieder kleiner, Ellbogen führt. Sehr schön. Wunderbar. Machen wir noch vier. Noch drei. Und jetzt wieder ganz klein, nur noch die Schulter kreisen. Atme fließend. Machen wir noch vier. Noch drei. Noch zwei. Dann halt wieder an, beide Schultern tief. Und jetzt setz mal die Beine langsam in Bewegung. Setz mal einen Fuß nach vorne auf den Fußballen, auf die große Zehe. Und roll dann wieder den ganzen Fuß ab. Spür mal deinen kompletten Fuß nach. Die Zehen spüren, die Ballen, das Fußgewölbe, die Ferse am Boden. Sehr schön. Jetzt versuch mal beide Füße hoch und tief. So ein bisschen Balance. Immer noch Bauchnabel nach innen, Brustbein gehoben, Scheitelpunkt der höchste Punkt. Balanciere dich aus. Noch vier, noch drei, noch zwei. Und jetzt nimmst du ein bisschen Schwung auf und nimmst die Arme mit nach oben. Hoch und tief. Atme. Jawohl. Die letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Sehr schön. Mach das mal rechts und links im Wechsel. Einmal den rechten Arm, einmal den linken Arm. Hochziehen. Der Daumen zieht nach hinten. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Okay, nochmal beide Arme. Vier. Drei. Zwei noch. Gut, nochmal rechts und links im Wechsel. Vier. Drei. Zwei noch. Nochmal beide Arme. Hopp.
Letztes Mal und jetzt schon rechts, links. Sehr schön. Letztes Mal beide Arme, zweimal hoch. Rechts, links im Wechsel. Sehr schön. Und wieder abrollen. Sortier dich, atme fließend weiter. Und jetzt schwing mal die Arme. Vier noch. Drei noch. Zwei. Aus dem Abrollen machst du jetzt einen Tipp nach vorne. Tipp nach vorne. Ganz locker. Die letzten. Vier. Drei noch. Zwei noch. Okay. Arme hoch. Und lösen. Atme ein. Jetzt begibst du dich mal in eine leichte Rückneige. Du schiebst die Leisten nach vorne, drückst die Knie durch. Wie einen Bogen nach hinten ziehen. Nimm die Arme mit, die Blickrichtung auch. Und jetzt mit dem Ausatmen, löst mal, lass mal locker. Atme ein und aus. Einatmen. Ein und aus. Knie beugen, Hüfte beugen. Ganz easy. Und letztes Mal. Okay. Dann bleibst du hier. Und rollst den Fuß wieder ab und schwingst nochmal mit den Armen vor und zurück. Gut. Das machst du ein bisschen kleiner auf der Stelle, dieses Abrollen des Fußes. Und daraus machst du ein Marschieren. Hebst mal die Knie ein wenig und öffnest mal langsam die Beine, bis das vielleicht nur noch die Ferse auf deiner Matte steht, wenn du über der Matte arbeitest. Und dann geht es mal von einer Seite zur anderen. Von rechts nach links. Das machst du noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Okay. Dann schwingen mal die Arme mit. Ganz locker. Atme. Mach das noch viermal. Noch drei. Noch zwei. Jetzt bleibst du mal auf der Matte stehen und schiebst nur noch nach rechts, nach links. Gut. Schau mal auf deine Füße, Fersen auf der gleichen Höhe, die großen Zehen auf der gleichen Höhe. Füße zeigen so leicht nach außen, Brustbeine gehoben, Scheitelpunkt der höchste Punkt. Lächeln. Schieben. Noch vier. Okay, mach den Arm fertig und jetzt gehst du mal so ein bisschen in eine Rotationsbewegung. Schieb dazu deinen linken Arm raus. Atme. Sehr schön. Rotation. Machen wir noch vier, noch drei, noch zwei. Okay, dann wechselst du die Seite und schiebst jetzt. Schieben. Gut. Noch acht. Sieben. Sechs. Rotiere. Aus der Brustwirbelsäule. Vier noch. Drei. Zwei noch. Okay. Mal vier zur Seite. Drei. Zwei. Mach dich fertig für den Seitenwechsel. Und zieh. Jawohl. Gut. Zwei. Fertig machen. Zwei. Und gleich nochmal. Letztes Mal. Und jetzt dreimal. Ziehen. Ziehen. Jawohl. Schieb schön weit raus. Vier noch. Lass die Knie immer noch mitarbeiten. Zwei. Und lass die Arme schwingen. Pendeln nach unten. Und wieder seitlich. Vielleicht bis auf Schulterhöhe. Atme fließend. Vier noch. Drei noch. Zwei noch.
Jetzt löst mal die Füße und noch mit der großen Zehe tap zur Seite. Tap. Okay. Machen wir noch 4. Noch 3. Noch 2. Und jetzt drehst du dich und machst dich mal lang. Nimm die Arme wieder nach oben, die Daumen ziehen nach hinten. Streck die Arme. Das hintere Bein hebt vielleicht vom Boden ab. Halte das Becken. Gleich. Und dann kommst du zur Mitte zurück. 4. 3 noch. Wie geht's dir? 2. Okay, wechsel die Seite. Zieh hoch. Jawohl. Das Bein. Strecken. Fersenschub. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Komm wieder zur Mitte zurück. 4. Die Beine verändern sich. Machen einen Tap. Du marschierst. Atmest. Okay, bleibst stehen, parallel. Neigst dich mal zur Seite und dann zur anderen. Okay, mach das nochmal. Seitneigen. Aufrichten. Seitneigen. Gut, wenn du möchtest, zieh mal über die Flanke. Achte darauf, dass du keine Ausweichbewegung nach vorne oder nach hinten machst. Stell dir vor, du stehst in einem Zwischenraum, vor und hinter dir, zwischen zwei Glaswänden. Du kannst nur in dem schmalen Spalt dich zur Seite bewegen. Und die letzten 4, 3, 2 noch. Okay. Bleib wieder stehen und spür mal nach. Deine Sprunggelenke, deine Kniegelenke, deine Hüfte. 4 noch. 3. 2 noch. Dann bleibst du stehen, aufgerichtet und tippst mal mit dem rechten Bein nach vorne. Vor und wieder ran. Und das machst du schneller. Tippen mit der großen Zehe, streck das Bein, soweit es geht, nach vorne. 4 noch, 3, 2. Dasselbe machst du jetzt zur Seite. Seite, tippen erstmal nur, nicht das Gewicht ganz verlagern. Das meiste Gewicht ist auf deinem Standbein. Okay, schön stabil in der Hüfte. Bauchnabel nach innen, Brustbein gehoben, Scheitelpunkt der höchste Punkt, alles so wie immer. Körperspannung. Jetzt geht's nach hinten. Wegtippen, rein, weg und rein. Tap. Wunderbar. Machst du noch 4, 3 noch, 2. Jetzt nochmal nach vorne. Tippen 4, 3. 2. Schön stabil, tippen zur Seite. 4. 3. Einbeinstand, Koordination, Körperspannung und nach hinten. 4. 3. 2. Gut, nochmal nach vorne. 2 nach vorne. 2 zur Seite. Spürst du langsam dein Standbein. Wird anstrengend. Hier spannt es. Gut. Jetzt nur noch einmal vor. Zur Seite. Nach hinten. Und in der Kniebeuge bleiben. Gerade Rücken, zieh den Bauchnabel nach innen. Fertig machen im Parallelstand. Schau nochmal. Große Zehen auf einer Höhe. Gesäß geht nach hinten unten. Zieh den Bauchnabel an die Wirbelsäule und mach dich fertig. Und tippe nach vorne, jetzt mit links. Atme fließt. Schön stabil in der Hüfte. 4 noch. 3. 2. Jetzt geht's zur Seite. Tippen seitlich. Seitlich. Abspreizen und wieder rein. Okay. Machen wir noch 4. Noch 3.
zwei. Jetzt gibt's nach hinten. Fertig. Acht. Sieben. Sechs. Spannung. Die letzten. Vier. Drei. Zwei. Noch Knie leicht gebeugt. Okay, vier nach vorne. Geht los. Vier. Drei. Immer noch tippen. Zur Seite. Vier. Drei. Zwei. Nach hinten. Weg und dran. Sehr schön. Zwei nach vorne. Vor. Nach hinten. Zur Seite. Sorry. Jetzt nach hinten. Zwei. Alles nur noch einmal. Fertig machen. Dann kommt die Kniebeuge. Spätestens jetzt. Tief und hoch. Okay. Wechsel das Bein. Aus dem Tippen vor machst du jetzt einen ganzen Schritt. Jetzt gibst du ganz bewusst auf das Bein dein Gewicht. Okay. Die letzten vier. Drei. Zwei noch. Jetzt geht's zur Seite. Komm. Jetzt das ganze Gewicht. Also. Jawohl. Mobile Hüfte. Nach hinten. Alles klar? Machen wir nochmal. Nach vorne. Vier. Drei. Zwei. Zur Seite. Fertig machen. Vier. Drei. Zwei. Und zurück. Vier. Drei. Zwei. Nochmal nach vorne. Schubst dich immer wieder zurück. Schubst dich zurück. Jawohl. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Jetzt geht's zur Seite. Seite. Und du setzt den Fuß nicht mehr auf. Schubst dich zurück. Vier mehr. Vier. Drei. Zwei noch. Dasselbe geht nach hinten. Weg und ran. Immer noch. Koordination. Einbeinstand, Gleichgewicht. Vier. Drei. Zwei. Bleib mal stehen. Tippe mal vorne, Seite, hinten und ran. Vor, Seit, Rück und ran. Gleich nochmal. Vor, Seit, Rück und ran. Letztes Mal. Und jetzt versuch mal, Knie heben, nach hinten setzen. Ein Zirkel. Eins, zwei, drei, vier. Hoch und weg. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Bleib stehen. Atme ein und aus. Beugen strecken. Aktive Pause. Mach das noch viermal mehr. Vier. Drei. Zwei noch. Fertig machen für den Beinwechsel. Nach vorne und das Gewicht mit nach vorne nehmen. Genau. Beinwechsel. Vier noch. Drei. Zwei. Jetzt zur Seite. Das Gewicht immer noch auf dem Fuß. Stell ihn erstmal an. Mach noch vier mehr. Vier. Drei noch. Zwei noch. Und wieder zurück. Weg. Ran. Gut. Die letzten vier. Drei noch. Zwei noch. Achtung, nach vorne. Und jetzt schubst dich wieder zurück. Einbeinstand. Gleichgewicht, Koordination. Vier noch. Drei. Zwei noch. Und Seite. Seite. Rein. Hopp. Atme
fließen, Spannung im Rumpf, 4 noch, 3, schön in der Hüfte öffnen, 2, okay, und nochmal nach hinten, hopp, weg und rein. Noch 4, noch 3, noch 2 und atmen. Sehr schön. Wie geht's dir? Alles soweit in Ordnung? Wenn du möchtest, trinkst du noch was zwischendurch und steigst dann einfach wieder ein. Okay. Sehr schön. Geh nochmal ins Seitneigen und aufrichten. Seitneigen und aufrichten. Schau wieder, dass du parallel stehst. Okay. Wunderbar. Zieh nochmal über die Flanke, überprüf nochmal, wie fühlt sich das Seitneigen an für dich, wie weit kannst du dich zur Seite bewegen. Vergleiche die rechte Seite mit der linken, nimm Unterschiede wahr und bleib mal hier. Kreis mal mit den Schultern und öffne nochmal. Okay. Schieb nochmal von einer Seite zur anderen, dann rechts nach links, noch 4, noch 3. Dann bleib mal in der Mitte. Mach mal eine Kniebeuge, Gesäß geht nach hinten. Und jetzt überprüf nochmal deine Fersen auf der gleichen Höhe. Deine großen Zehen. Die Zehen zeigen leicht nach außen. Du bist aufgerichtet. Die Handkanten auf dem Oberschenkel gleiten Richtung Knie, die kleinen Finger. So als würden sie sägen. Die letzten 8, 7, gerade Rücken, atme fließend, die letzten 4, 3 noch, 2, okay, bleib mal hier, nimm mal jetzt die Arme so zur Seite, als hättest du einen Bilderrahmen, den du festhältst, Knie sind leicht gebeugt, okay, und jetzt gibst du diesen Bilderrahmen mal zur Seite. Jetzt hast du das Gefühl, dass dein Ellbogen leicht hinter die Hüfte zieht. Seite und Mitte. Atme aus und ein. Hüpp. Okay. Mach das ruhig nochmal. Sehr schön. Atmen. Und wieder die Schultern tief und Seite, Mitte, 2 noch und letztes Mal, gut, geh nochmal von einer Seite zur anderen, vielleicht nochmal den Fuß lösen, damit noch ein bisschen Bewegung in die Beine kommt, Arme nochmal schwingen, 4, 3, 2 noch. Dann bleibst du wieder stehen und sägen Teil 2. Kniebeuge, Bauchnabel nach innen. Brustbein bleibt gehoben. Gesäß geht nach hinten und jawohl. Und letztes Mal. Dann bleibst du hier, Knie leicht gebeugt. Nimmst die Arme wieder zum Bilderrahmen geformt und dann geht es auf die andere Seite. Seitneigen nach links. Okay. Gut. Seite und Mitte. Seite, Mitte. Schultern immer wieder tief. Gefühlt geht der Ellbogen hinter die Hüfte. Der Bauch ist fest. Seitneigen. Okay. Und letztes Mal. Wunderbar. Rechts, links, Arme wieder tief und locker. Langsam Beine wieder schließen. Okay. Rechts, links marschieren und Parallelstand, Schulter kreisen. Gut. Jetzt gehst du zur Seite, Mitte. Öffnest zur Seite, Hüfte. Okay. Machst du noch 4
Schubst dich wieder zurück. 3. 2 noch. Jetzt zur anderen Seite. Öffnen. Schließen. Auf. Zu. Gut. Zur Seite. Achtung. Den Bilderrahmen hast du geübt. Und indem du das Bein öffnest, öffnen in der Hüfte, ziehst du deinen Bilderrahmen zur Seite. Die letzten 4, 3, 2 noch. Wechsel. Und Seite. Seite. Vielleicht schaust du so ein bisschen auf die Ferse. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Und nochmal den Seitenwechsel. 4. 3. 2 noch. Wechsel nochmal die Seite. 4. 3. 2 noch. Wechsel die Seite. 2. Wechsel die Seite. 2. Jetzt 1, 1. Einer rechts, einer links. Die letzten. 4. 3 noch. 2. Bleib wieder in der Mitte stehen und aktive Pause. Und beugen, strecken. Atmen. Machen wir noch 4 mehr. 4. 3. 2 noch. Okay. Es geht nochmal nach hinten. Und wieder ran. Seite. Und rein. Nimm mal den Arm mit. Okay. Seite. Jetzt bleibt das Bein hinten und du gehst in eine Rotation. Jawohl. Die letzten. 4. 3. 2 noch. Okay. Komm zur Mitte. Atme. Die letzten 4, 3, 2 und wechsel die Seite. Mitte, Seite, Mitte. Nimm die Arme mit. Das Bein bleibt hinten stehen. Du drehst dich zur Ferse nach hinten. Rotation. Rotieren. Atmen. Die letzten 4. 3 noch, 2 noch, okay, komm zur Mitte und beugen, strecken, aktive Pause, letztes Mal, okay, Bein geht nach hinten, jetzt wechselst du die Seite, einmal kreuzt du, zur einen Seite, einmal zur anderen, das machst du schneller. Kreuzen. Aufgerichtet. Es geht jetzt um die Rotation in Bewegung. 4 noch. 3 noch. 2 noch. Nimm die Arme schon mit. Du weißt, wenn die Ferse nach hinten geht, geht die Rotation in Richtung Ferse. Nimm die Blickrichtung mit. Seite mit. Atme, fließen. Und mach das noch 8-mal. 7, 6, 5, noch 4, noch 3, noch 2. Und bleib in der Mitte. Beugen und strecken. Hoch und tief. Und mal oben bleiben. Abtauchen nach unten. Atmen, mit Ausatmen und jetzt mal rechts, links im Wechsel, Kniebeugen strecken und auch im Hüftgelenk. Arme ziehen vor, entspann mal den Nacken, schüttel mal mit dem Kopf, nein, 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 ja, ja, ja. Die letzten. 4, 3 noch, 2, roll dich wieder auf. Langsames Aufrollen, Wirbel für Wirbel.
Kreisen. Und nimm die Arme mit nach hinten. Ziehen und lösen. Atme ein und aus. Füße stehen wieder parallel. Knie sind leicht gebeugt. Wenn du in die Rückneige gehst, drück die Knie ruhig durch. Schieb die Hüfte, die Leisten nach vorne zu mir. Jawohl. Die Blickrichtung geht nach oben. Arme gestreckt, Daumen ziehen nach hinten. Atme. Und letztes Mal. Gut. Roll dich nochmal Wirbel für Wirbel ab. Entspann den Nacken. Roll dich langsam Wirbel für Wirbel wieder auf. Geh nochmal in die Rückneige. Halte, atme. Noch vier, noch drei, noch zwei. Und ausatmen. Einatmen. Mit dem Ausatmen nochmal abrollen. Nacken entspannen, nein, 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 ja, ja, ja. Und langsam es wieder aufrollen. Und letztes Mal. Rückneigen. Halten, atmen. Vier, drei, zwei. Und richte dich auf. Scheitelpunkt, der höchste Punkt. Schultern kreisen. Geh nochmal in die Seitenneige, spür nochmal nach, ganz zu Anfang und jetzt deine Beweglichkeit, deine Befindlichkeit. Jawohl. Bleib nochmal hier auf der Seite, feder nochmal ein bisschen, nachfedern, Faszien nochmal ein bisschen längen, atme, noch vier, noch drei, noch zwei. Seitenwechsel. Spür doch mal nach. Gefederte Seite. Mit der anderen. Und dann bleibst du auch nochmal hier und federst nochmal, atmest. Kommst langsam mit dem Puls runter. Und noch vier. Atmen. Drei noch. Mach dich klein in der Taille. Zwei noch. Und löst. Vergleich. Seite 1. Seite 2. Sollten sich jetzt wieder angenähert haben. Geh nochmal in die Rückneige. Nein. Vorneige aus. Okay. Roll dich langsam wieder auf. Schultern kreisen, Schultern tief. Und dann gehst du nochmal in die Rotation. Streck den Arm, Handfläche nach oben, Daumen zieht nach hinten. Mach das nochmal. Erst den Arm so weit nach hinten führen, wie du kannst. Dann die Blickrichtung mitnehmen. Becken bleibt vorne, ohne zu rotieren. Und letztes Mal. Und dann sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, du hattest wieder Spaß. Freut an der Bewegung. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Atme ein und aus. Und dann sage ich euch, seid herzliche Grüße aus dem Timeout. Ganz liebe Grüße. Eure Inge.